Morgen. Habe hier heute eine sehr flüssige Farbe. Ich habe die sehr stark verdünnt. Und ja, ich möchte so ein Gefühl von Fliegen haben. Ich habe mich sehr mit dem Flug gerade beschäftigt, was Vögel angeht. Und ja, diese Leichtigkeit möchte ich gerne spüren. Wir haben ja oft genug angefangen mit Kritzeln erstmal auf der Fläche. Aber das mache ich nicht. Ich möchte das gleich fließen lassen. Und ja, starte mit der Farbe direkt. Und mal hier habe ich auch noch ein tolles Werkzeug. Das ist so eine Baumrinde. Die nehme ich auch immer mal wieder gerne zum Malen. Ja, geht schon los. Kann man gar nicht planen. Einfach rauf. Einfach machen. Und ja, ich habe hier so ein paar trockene Blätter. Und möchte dir nur noch mal zeigen, dass es dir wirklich an nichts fehlt. Du kannst gerade in der abstrakten Malerei, da ist es ja das Schöne. Ich meine, wie kriegst du jetzt so mit einem anderen Werkzeug die Farbe aufgetragen? Da musst du schon ganz schön suchen. Ja, meine Vögel kommen irgendwie durch. Aber ich habe keinen Plan und ich lasse mich jetzt auch einfach so ein bisschen leiten. Nehme ich auch noch mal die Baumrinde und zeige dir mal, wie du damit malen kannst. Also das ist ein schönes Werkzeug, finde ich. Du kannst damit tupfen, streichen, wischen und das ist oft sehr robust vorhanden, vor allen Dingen. Und ja, probier das mal aus. Wie geht's weiter? Ich habe gerade das Blatt gesehen und die Farbe, die sieht ja so schön aus. Also die werde ich mir gleich mal anmischen. Die finde ich toll, die Farbe, zu dem Türkis. In den Kommentaren habt ihr auch gerade gefragt, wo ich meine Inspiration hernehme. Jetzt siehst du es. Und ich hatte mir auch erst nur eine Farbe angemischt. Jetzt habe ich mir noch so ein Oliv dazu gemischt. Das sind jetzt die trockenen Blätter, also die nassen, also die nicht getrockneten hatten wir letztes Mal. Pinsel kannst du es natürlich auch immer wieder auch wegnehmen, teilweise einfach verstreichen, ineinander mischen. Mit dem Werkzeug kann man auch gut verblenden. Das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Ein paar Streifen reinziehen oder ein bisschen verwischen hier. Die Farben gefallen mir schon ganz gut und jetzt überlege ich, was ich damit mache, ob ich so einen Farbton vielleicht nehme. Das als, ja, als Kombi mit dem ganz hellen Oliv. Weiß ich noch nicht. Ach hier, gucke. Malt schon von alleine. Ja, die Farbe von den Tannenzapfen finde ich ganz schön. Wenn das Licht darauf scheint, ist die nämlich heller und ja, hat einen ganz hellen Farbton und einen ganz dunklen Farbton. Und ich habe jetzt den hellen genommen und überlege jetzt, wie ich das raufbringe. Aber ich möchte halt gegenstandslos arbeiten. Und ja, mit dem Pinsel müsste ich mir jetzt schon wieder eine Form überlegen. Und hier mit dieser flüssigen Farbe und dem Blatt ergeben sich halt Formen. Und das finde ich so schön an dieser intuitiven, gegenstandslosen Malerei. Und es macht einfach total viel Spaß. Thank you.
der Übergang gefällt mir da nicht. Da, mal gucken, wenn ich das Blatt darauf drücke, entstehen ja wieder Muster. Und die helfen mir da jetzt gerade so ein bisschen. Das finde ich ganz gut. Das löst so diesen Fleck auf. Den Blick einmal ändern, einmal drehen. Mal gucken, was man jetzt oder was ich jetzt weitermache. Hier ist ein Blatt. Ich will heute ruhig eine große Fläche weiß lassen. Und deswegen ziehe ich hier jetzt auch noch mal ein bisschen weiß rauf. Guck mal, wie das hier mit dem Blatt funktioniert. Gar nicht, ob ich schon ein Video hatte, wo ich den zum Malen benutzt habe, habe ich jetzt vergessen. Mit der Paste, das haben wir gemacht, ne? Mit den Zapfen. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also die Farben gefallen mir ganz gut. Ich möchte jetzt nochmal das helle Grün damit reinnehmen. Vielleicht hier so in dem Bereich. Gar nicht lange überlegen. Nimm einfach das, was ich habe, also die Blätter, und gucke mal, dass ich eins habe, was nicht auseinanderfällt. Tupfe erstmal ein bisschen die Farbe rauf. Ich hatte überlegt, ob ich hier mit Ölkreide halt so Linien raufziehe, weil die Farben immer so schön sind von der Kreide. Aber es passt doch jetzt super. Also da bleibe ich jetzt bei. Noch ein bisschen verstreichen. Kannst du auch einfach mal deine Hand dafür nehmen. Auch kein Problem. Es geht eigentlich ganz gut. Schöne Farbe, oder? Ich liebe das. Tolle Farbkombi. Ich mag die total gerne. Und ja, ich muss mir keinen Kopf machen, vor allen Dingen, was ich wo wie hinsetze, sondern es passiert ja viel von alleine. Das war eine sehr natürliche, entspannende, ja, meditative Malerei. Also wenn du sowas machen willst, mach das einfach und stell dir ein paar Farben dahin. Wenn du dir vorher Gedanken dazu machen willst, was so Farbwahl angeht, dann mach das. Ich habe jetzt sehr intuitiv gearbeitet, habe mich einfach leiten lassen, immer geguckt, ach komm, was mache ich als nächstes. Und ja, die Farbkombi gefällt mir gut. Es sind so viele wunderschöne Farbtöne hier drin und so viele Muster und jetzt muss das erstmal trocknen, also ich kann da jetzt sowieso gar nichts machen mehr gerade. Schau mal hier, es ist richtig so erhaben. Bin gespannt, wie das abtrocknet. Ja, es war schön. Ich hoffe, du greifst jetzt auch zu deinen Farben oder machst noch einen kleinen Spaziergang, suchst dir noch ein bisschen Material zusammen und fängst dann einfach an. Viel Spaß dabei!
Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Habt einen schönen Sonntag. Tschüss. Ich schreibe dir auch wieder unter das Video, welche Farben ich verwendet habe. Da guck gerne rein, da ist ein Link. Und ansonsten im Buch habe ich dir auf Seite 12, 13 und 14 was zu der Farbenlehre geschrieben oder zu dem Farbenmischen in der Praxis. Also da schau einfach mal rein. Kannst auch gerne mal auf meinen Blog schauen. Da steht auch was zum Beispiel zu Türkis oder Gold oder was auch immer. Ich schreibe da immer mal einen kleinen Bericht rein. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total, dass das hier so eine tolle Gemeinschaft ist. Ich kenne die ganzen Namen mittlerweile und ja, lese die Kommentare. Im Moment habe ich halt, ich habe eigentlich immer viel zu tun, aber im Moment vor Weihnachten. Ich danke euch dafür, dass ihr immer wieder auch einen Kommentar da lasst und ich lese das total gerne und freue mich dann darüber. Also danke dafür. Danke auch für dein Like, das unterstützt mich. Und danke für dein Abo, das unterstützt mich auch sehr. Und dadurch bekommst du natürlich auch immer wieder ein neues Video zu sehen. Also Dankeschön und macht's gut. Tschüss.